So Leute, herzlich willkommen in einem Video. Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Ich mache heute einen Vlog. Und zwar geht es für mich zur NFC. Wie ihr seht, mein Auto ist schon gepackt. Und ich werde mich jetzt auf den Weg machen, zur Nordic Fastcan zu fahren. Ja, dazu fahre ich jetzt erstmal hier zu Hause los und dann nach Rostock. Und morgen früh geht es dann mit der Fähre rüber nach Trelleborg und wir fahren nach Malmö. Ja, gepackt ist so eine Sache. Ne? Es sieht aus, als wäre das Auto übel voll, aber tatsächlich ist es einfach nur unordentlich. Wie ihr seht, habe ich hier meine Fursuits mit und ja, noch ein bisschen Kram, was man so braucht, eventuell um noch ein paar Reparaturen vorzunehmen an Suits von Kunden und so weiter. Naja, und ich dachte mir so, ich kann ja mal ein neues Videoformat machen und diese Reise einfach mal dokumentarisch begleiten. Ja, was ich hier am Ende draus schneide, weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es ganz interessant, vielleicht wird es auch ganz ätzend. Ihr werdet es ja sehen. Ja, ich denke mal, jetzt fahre ich erstmal los. Und nach dem Schnitt sehen wir wahrscheinlich uns auf der Fähre nach Rostock. Ja, nach Rostock, nee, von Rostock nach Trelleborg. Genau. Morgen früh dann. Gut. So Leute, jetzt stehen wir hier hinter dem polnischen Auto und sind im Begriff dabei, auf die Fähre zu fahren. Neben mir sitzt Hai. Und ja, wir fahren dann gleich auf die Fähre. In einer Stunde wahrscheinlich erst. Ich glaube, da wird gerade die Fähre entladen. Da kommen die Autos aus Trelleborg. Wir haben fast einen Platz in der ersten Reihe. Ich bin dumm, ich hätte einen Platz in der ersten Reihe haben können, wenn ich nur nach links gefahren wäre. Ist egal. Du kannst es doch noch ändern. Hinter uns steht keiner. Wollen wir machen? Mach doch. Ach nee. Nee. Am Ende bringt dir der auch nichts. Ja, eben dieses Romero Rangiere braucht man nicht. So, da sind wir auch schon an Bord, allerdings noch nicht aus dem Hafen raus. Schiff wackelt trotzdem, ich hoffe, ich werde nicht seekrank. Und es gibt hier einen netten Offenhaltsbereich. Hier haben wir uns jetzt die nächsten 6 Stunden wahrscheinlich irgendwie bewegen müssen. Erfreulich leer ist es. Noch. Noch.
So, welchen Part von diesem Frühstück würden Sie empfehlen? Das blasse Brötchen? Also das ist ein sehr exquisites Frühstück, nachdem man sein Besteck selbst sauber gemacht hat. Von den Würstchen kann ich die dunklen empfehlen, die hellen nicht so. Das Ei, ich bin mir nicht sicher, ob das Ei ist. Kein Geschmack. Die Brötchen sind, wie schon gesagt, ein bisschen traurig. Ich habe mir zum Test eine Kartoffel genommen. Kann ich auch nicht empfehlen. Der Joghurt ist so typischer Supermarktjoghurt. Und das ist ein Geschmack, an den man sich schon gewöhnt hat. Der ist eigentlich ganz gut. Okay. Der Tee, also ich habe den jetzt noch nicht probiert. Ich hatte mir eine heiße Schokolade gezapft. Zapfen wollen. Da kam dann heißes Wasser raus und sonst nichts. Dann habe ich mir einen Tee genommen. Da gibt es auch etwas, das aussieht wie Apfelsaft und auch etwas, das aussieht wie einfach nur so Wasser. Aber in diesem nur so Wasserschwamm all mögliches Zeugs drin. Ja. Ich würde dem eine Schulnote geben. Versetzungsgefährdet. Okay. Ja, ich werde mir dann wahrscheinlich auch gleich was holen. Mal sehen, ob ich seekrank werde. Oder frühstückskrank. Welches davon ist besser? Also es ist echt erstaunlich, wir haben die Fähre ja komplett für uns fast. Niemand da. Aber es macht es auch ganz angenehm. See ist ruhig. Und man kann den Ferry raushängen lassen. Bist du noch wach? Schwer zu sagen. Naja, aber man zockt halt nebenbei. Wir müssen ja irgendwie die 6 Stunden rumkriegen, ne? Regel Nummer 1 bei Shootern. Wenn sie happy aussehen, könnten sie auch schlafen. Krank. Ich habe mein Frühstück verpasst, aber noch einen Kaffee bekommen. Ansonsten, ja, wir haben uns gleich ins Auto begeben und dann geht's ab zur Con nach Malmö. Hey, die hätte ich gerne wieder. Über die Rampe, da fahren wir bestimmt gleich runter. Das ist Wahnsinn, wie dieser Riesenpott so präzise sich hierhin bewegen kann. Und eine Rickschlange. So, da sind wir auch schon im Hotel. Ist schon ein bisschen was später, weil wir waren schon drüben im Conspace und haben die Con-Badges geholt. Gleichzeitig haben wir uns hier im wahrsten Sinne des Wortes breit gemacht. Sieht schon fast ein bisschen aus, als wäre eine Katze geplatzt. Totes Känguru liegt auch auf dem Bett. Ja, ich werde jetzt erstmal duschen.
Dann gibt es ja Abendbrot. Das ist mit dem Preis mit drin und das nehme ich natürlich mit. Und nach dem Abendbrot werde ich mich in dieses Känguru stecken und rüber zum Konjelände laufen. Ja, Kai ist schon los. Der shootet schon, der will kein Abendbrot. Ist nicht unbedingt meins. Ich möchte, ja, erstmal habe ich es bezahlt. Und dann möchte ich nicht auf leeren Magen shooten. Ist keine gute Idee, weil wird dann schneller schlapp und so. Naja, bla bla bla. Ich sehe mal, ob ich dann ein paar Eindrücke von der Con einfangen kann, aber bis dahin melde ich mich erstmal ab und dusche. Kurzaufnahme im halbdunklen Zimmer. Ich habe ein logistisches Problem, weil meine Überlegung war, ich ziehe jetzt den Suit an und warte schon nach drüben zum Convention Center. Das sind aber irgendwo, naja, so gut 800 Meter oder so. Und ich weiß nicht, wie die Innenstadt von Malmö auf Suter reagiert. Wenn ich jetzt hier mal rausgucke, es ist stockdunkel mittlerweile. Wenn es hell wäre, würde ich das ein bisschen anders sehen. Aber im Moment haben wir, ja, Nacht. Und dementsprechend werde ich jetzt wahrscheinlich das alles hier in eine Kiste tun. Sofern ich das kriege. Und nach drüben schaffen. Ja. Und dann ziehe ich mich im Convention Center um. Da kann ich natürlich keine Aufnahme machen, weil ich mich dann in der Suit Lounge umziehe, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Also ich mache gerade Video, du brauchst gar nicht posieren. Oh. Ja, Video. Das ist witzig, ich werde, wenn ich mit dieser Kamera Aufnahmen mache, denken alle, ich würde Fotos machen, aber eigentlich läuft ja Video. Und dann sind sie wie eingefroren. Ja, wir sind ja gerade am Shooten. Ich kann mich ganz schlecht selber filmen, weil ich diese Kamera um den Hals trage. Aber ich filme, was ich so vor die Linse kriege. Ja. Ja, stimmt, mit einem Spiegel würde es gehen. Aber ich lasse die Kamera jetzt einfach mal von meinem Hals baumeln und schau mal, was ich so drauf kriege. Meine Hände zum Beispiel. Ich kriege jetzt hier Incognito Impressions von einer Furrycon. Keiner Ahnung, dass ich filme. Ah, hey. Na? Hier ist die Kamera. Dann sehe ich mich selber. Mal da auch ein Dudel hin. Ich kann nicht dudeln. Besser wird's nicht. Warm Hände, beschmieren Tisch und Wände. Immer noch die Wegschlange.